Mam nadzieję, że rzeczywiście przyda się, bardzo dziękuję, że przyda się Państwu ta wiedza, że troszeczkę rozjaśniliśmy. Ostatnie dwa, czyli poprzednie webinarium 18 maja i to dzisiejsze, to są moje ulubione, takie perełki na koniec, bo sama zawsze miałam kłopoty z tym, jak te ćwiczenia odróżnić od zadań, a w ogóle czy to przypadkiem nie jest taki synonim, który oznacza tak naprawdę to samo. Więc tutaj też przez całe webinarium będę słuchać z wytężoną uwagą, żeby dowiedzieć się czegoś nowego i tak naprawdę potwierdzić swoją wiedzę. Ja jeszcze tylko króciutko powiem, bo też spłynęło do nas dużo pytań na ten temat. Jeszcze tylko Państwu przypomnę. W tym roku ukazały się już właściwie prawie nowe wydania zeszytów ćwiczeń do Komplet Plus 1, 2 i 3. To jest nasza podstawowa seria podręczników do szkół ponadpodstawowych. Ze względu na zmiany w maturze dla uczniów, którzy będą zdawali maturę 2023, zdecydowaliśmy się wydać ćwiczenia do Komplet Plus 1, 2 i 3 na nowo. Treści maturalne zostały zaktualizowane. W każdym zeszycie ćwiczeń jest nowy, aktualny arkusz maturalny, który przygotowany jest zgodnie z wymaganiami matury 2023. Zadania w sekcji maturalnej Schritt für Schritt zostały całkowicie zmienione. I opis zadań maturalnych w sekcji ABI Review również został całkowicie dostosowany. No i jest to też najlepszy sposób dla Państwa uczniów, żeby uzyskać kody dostępu do materiałów interaktywnych oraz do aplikacji mobilnej z fiszkami do nauki słownictwa. Bo w zeszytach ćwiczeń znajdują się te materiały i tam uczniowie je będą od razu mieć, będą też mogli z nich korzystać. Do części czwartej już w ubiegłym roku ukazały się ćwiczenia dostosowane do nowej matury, w związku z czym ta część czwarta nie uległa żadnym zmianom, jest aktualna jak najbardziej i proszę bez żadnych obaw z niej korzystać. Zmieniliśmy w niej tylko troszeczkę okładkę, żeby dostosować ją do pozostałych trzech tomów ćwiczeń. No i mi nie pozostaje nic innego, tylko tak naprawdę na koniec, bo za chwileczkę stracę głos, oddam go Justynie Ciecharowskiej i już z przykrością muszę powiedzieć się z Państwem, przed wakacjami nie zobaczę, online przynajmniej, także z przykrością się żegnam, ale z drugiej strony z radością zapowiadam wakacje i życzę Państwu miłego wypoczynku, nabierajcie siły, zwłaszcza, że będziemy mieli mnóstwo nowości od przyszłego roku, więc będzie tutaj się działo i będziemy zapraszać i będziemy pokazywać i będziemy Państwu przesyłać również mnóstwo materiałów. Także nabierajcie siły, wracajcie do Kleta po wakacjach. Ja również dziękuję za życzenia i oby ten wypoczynek też był taki, jak tutaj widać na zdjęciach, przepiękny. Okolicznościach, które dla Państwa są odpowiednie i w których lubicie wypoczywać. Także bardzo serdecznie dziękuję za te całe 6 webinariów. Mamy też takie osoby, które uczestniczyły we wszystkich 6. I to jest dla nas też taki sygnał, że to jest dobry kierunek. Będziemy na pewno Państwa te osoby, takich naszych super fanów, super wytrwałych fanów jakoś wspierać. Także odezwiemy się do Państwa. Czekajcie na informacje od nas. Coś wymyślimy, żeby jeszcze przed wakacjami się do Państwa tutaj odezwać i jakoś Państwa wesprzeć. Także ja już serdecznie dziękuję. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego. Oddaję głos Justynie. Dziękuję pięknie za to wprowadzenie. O tak, tak, proszę trzymać kciuki, bo ja dzisiaj mogę Wam się troszkę zawieszać, bo zanim przejdziemy na Niemiec, jeszcze powiem dwa słowa, mogę się Wam dzisiaj troszkę zawieszać, bo mam taki trochę słaby internet, jestem nie w Warszawie,
Jestem dzisiaj wyjechana i możecie przez całe webinarium zgadywać, gdzie jestem. Jestem w takim mieście, gdzie jest trochę ciężko z internetem, ale jest to całkiem spore miasto. Mogę wam tak powiedzieć, bardziej w środku Polski niż gdzieś na obrzeżach. Także nie mogę się tutaj dzisiaj za bardzo dużo ruszać, żeby mnie nie przecinało. Also, bevor ihr aber in die Ferien geht, müssen wir noch ein bisschen über Formen, Inhalte, Aufgaben und Übungen sprechen. Ja, da wutz, wutz nicht. Ich werde hier ein bisschen in den Chat gucken und am Ende versuche ich mir zu merken, wer da recht hatte. da bin ich gespannt, ob ihr das... Nein, nein, bis jetzt ist alles falsch, ob ihr das raten könnt. Tutaj teraz sprawdzę. Co się dzieje?
Z Justyną ogromnie przepraszam za te utrudnienia i za problemy techniczne. Tak, no, mamy kontakt z Justyną, więc nie przepadła całkowicie. Już zaraz się dowiemy, co się stało. I będziemy działać. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania w międzyczasie, być może do mnie, do wydawnictwa, to ja bardzo chętnie na nie odpowiem. Proszę zadawać. I będziemy mogli sobie o nich porozmawiać. Na zakończenie tego webinarium planowaliśmy przekierować Państwa również do strony z zamówieniem pakietów nauczycielskich. Mówi Pani o Komplet Plus 4. Tak, proszę się do nas zwrócić na adres mailowy najlepiej doradcy@klet.pl. Już go tutaj wpisałam. To jest adres mailowy naszej infolinii. Także tam uzyskają Państwo informacje o tym, jak można zamówić te okazowe egzemplarze, albo jak złożyć informacje o wyborze podręcznika, żeby zamówić sobie w ogóle pakiety, jeżeli Państwo z tych podręczników korzystają. Jeszcze mamy tutaj informację od Justyny, że próbuje się w tej chwili zalogować do aplikacji, żeby poprowadzić webinarium całkowicie przez telefon, bez połączenia z komputerem. Może to będzie dużo szybsze połączenie i będzie dawało możliwość przeprowadzenia go. Także już tutaj czekam na informacje. Także bardzo proszę o ten kontakt na mail@klet.pl albo do swojego przedstawiciela, z którym też Państwo regionalnie są w kontakcie. Tutaj też udzielamy informacji. Filmy w Maximal. Mówi Pani o filmach przez chmurę.pl, pani Jolanto. One są osadzone w aplikacji Vimeo i rzeczywiście tam jest taki ekran, który być może nie zajmuje całego ekranu. Ja sprawdzę jeszcze, jakie są możliwości, jeżeli chodzi o filmy Maximal. O, tu jest podpowiedź od razu. Tak, na dzwonku.pl na pewno można otworzyć na całą szerokość ekranu, tak samo jak filmy, które dostają Państwo na płytach DVD, no ale wiadomo, że na komputerze nie każdym jest nośnik DVD i można je odtworzyć. Natomiast o, jest już na. Ich bin da und ich hoffe, dass man mich hören und sehen kann. Tak, ja potwierdzam. Ja. Okay, es tut mir leid. Ich hoffe, dass das funktionieren wird. Wenn nicht, habe ich schon die App auf meinem Handy. Dann versuche ich das über die App zu machen. Aber ich muss schnell sprechen, bevor das wieder abstürzt. So, was hatten wir heute vor? Vielen Dank, dass ihr gewartet habt. Ich bin sehr, sehr froh, bisschen gestresst heute, aber ich hoffe, dass wir das schaffen. Was haben wir heute vor? Ich werde euch gleich ein bisschen abfragen, was wir bis jetzt über Aufgaben und Übungen gesagt haben. Dann machen wir ein kleines Quiz.
Dann sprechen wir über Planung, was ganz wichtig bei Aufgaben und Übungen ist. Und zum Schluss, wie immer zum Schluss, zwei ganz praktische Beispiele. Gehen wir weiter. Ihr habt genug gewartet. Wer war das letzte Mal mit uns zusammen? Das könnt ihr auch im Chat schreiben, weil gleich werden wir uns fünf Aussagen anschauen und ihr müsst dann in den Chat schreiben, ob das richtig oder falsch ist, was in dieser Aussage steht. Ja, das freut mich. Oh, so viele waren auch dabei. Wunderbar. Jetzt checken wir, ob ihr euch das alles gemerkt habt, worüber wir das letzte Mal gesprochen haben. Jetzt kommt die erste Aussage. Ich frage, wie ich jetzt dann neulich bei den Konzerten gefragt habe, seid ihr bereit? Jetzt kommt die erste Frage. Übungen trainieren gezielt den Wortschatz. Ist das richtig oder falsch? Ja, Agnieszka hat das super sofort geschrieben. Das ist richtig. Übungen trainieren nicht nur den Wortschatz. Sie konzentrieren sich auf kleinere Häppchen. Ja, damit kann man auch Grammatik und Strukturen und Chunks und alles andere gezielt trainieren. Das Wort gezielt ist hier wirklich wichtig. Jetzt kommt die zweite Aussage. Übungen sollen nur als Hausaufgabe gemacht werden. Also ein bisschen im Sinne, schade um die Zeit im Unterricht für Übungen. Genau, das ist falsch. Übungen sollen und müssen auch im Unterricht gemacht werden, weil das die ganze Vorbereitung auf die kommenden größeren, komplexeren Aufgaben sein soll. Wunderbar, ihr habt super aufgepasst, ihr seid die Besten. Jetzt kommt der dritte Satz. Aufgaben können entweder offen oder geschlossen sein. Richtig oder falsch? Ulla hat recht. Das ist falsch. Das sind die Aufgaben, nicht die Übungen. Aufgaben sind immer offen. Die sind komplex, die sind offen. Hier muss man selber viel Arbeit reinstecken, sodass die Aufgabe gelöst wird. Übungen macht man, Aufgaben löst man. Ja, also alle, die falsch gesagt haben, hatten hier recht und kriegen einen Punkt. Wunderbar. Dann der vierte Satz. Aufgaben sind komplex und können als Projekt durchgeführt werden. Ja, ich habe das Wort komplex und Projekt schon ein paar Mal hier erwähnt. Also ich glaube, da habt ihr keine Probleme jetzt mit diesem Satz. Genau, der ist schon richtig. Die Aufgaben sind immer komplex, sind größer, in diesem Sinne nicht so klein, nicht so gezielt, nicht so, weil Übungen können auch groß sein, im Sinne können auch länger dauern. Da muss man auch mehrere Sachen machen, mehrere Schritte gehen. Aber Aufgaben sind immer komplex und da gibt es keine Beispiele, keine Vorlagen, keine Strukturen, die man irgendwie nutzen soll. Die sind echt offen, ja, so offen im Sinne, ich muss alles selber mir ausdenken. Wunderbar. Und jetzt der letzte Satz, die letzte Aussage. Handlungsorientierung spielt bei den Übungen keine Rolle. Automatisierung ist am wichtigsten. Falsch. War schon richtig, ne? Also die Aussage falsch war schon richtig. Handlungsorientierung spielt sowohl bei den Aufgaben als auch bei den Übungen eine enorm wichtige Rolle. Alle Aufgaben, alle Übungen müssen nicht nur zur Automatisierung führen und dazu führen, dass wir selber ein Sprachproblem bewältigen können, sondern sie müssen auch handlungsorientiert sein, auch Sitz im echten Leben haben, sodass die echte Kommunikation auch schon geübt und trainiert sein könnte. Wunderbar, ihr habt super aufgepasst. Jetzt kommt noch eine wichtige Sache. Ich habe euch damals auch gefragt, warum lernen wir alle nicht gleich? Und das ist immer das Wichtigste, woran wir denken müssen. Das sind die Faktoren hier. Und Motivation spielt hier die wichtigste Rolle. Die Einstellung zu der Zielsprache und die Motivation. Ja, alles andere, Emotionen sind ja auch damit verbunden. Aber Alter, Sprachlernneigung oder Lernstil sind
vielleicht, ich will ja auch nicht sagen, nicht so wichtig, aber Motivation, Emotionen und die Einstellung zu der Zielsprache spielen eine sehr, sehr wichtige Rolle, wenn wir eine Unterrichtssequenz mit Übungen und Aufgaben planen. Wir müssen daran immer denken, dass wir mit den kleineren Übungen die Schülerinnen und Schüler dazu motivieren, dass sie die Zielaufgabe, die wir uns dann vorgenommen haben, wirklich lösen können. Eine wichtige Sache noch als Zusammenfassung von dem, was wir das letzte Mal gesagt haben und für diejenigen, die vielleicht nicht dabei waren, eine kurze Checkliste für gute Übungen und gute Aufgaben. Wir haben damals gesagt, dass die kleineren Häppchen, also die Übungen, vor allem auch die Aufgaben vorbereiten, die müssen transparent und attraktiv sein und vor allem authentisch, ja, deswegen diese Handlungsorientierung, die so wichtig ist. Und die müssen auch kreativ sein, damit die Schülerinnen und Schüler auch dieses Gefühl vom Erfolg kriegen, dass sie die kleineren Häppchen gelöst haben, dass sie mit kleineren Schritten zu der großen Aufgabe gekommen sind. Und die große Aufgabe wird nicht für die Übungen gemacht, einfach gemacht und weiter, weiter, weiter. Das ist ja auch gut so, wenn wir die Übungen so schnell machen und die Aufgaben ein bisschen länger lösen. Bei den Aufgaben ist Kommunikation am wichtigsten, dass die Kinder, die Schülerinnen und Schüler, die an einer Aufgabe zusammenarbeiten, miteinander kommunizieren, dass sie einfach den gelernten Wortschatz, also das Alte mit dem Neuen verbinden und so können sie zusammen an einer Aufgabe arbeiten. Dabei aber wird die Lernerautonomie von jeder einzelnen Person, von jedem einzelnen Schüler und jeder einzelnen Schülerin gefördert. Weil da bekommt man eine Aufgabe und muss selber auf die Lösung kommen. Und deswegen ist es ja auch bei den Aufgaben so wichtig, dass die Lösungswege bei deren gefunden werden. Ja, bei Übungen haben wir immer entweder richtig oder falsch, habe ich eine falsche Endung oder richtige Endung genommen? Habe ich das den Artikel richtig eingesetzt oder nicht? Hier kann ich meinen eigenen Lösungsweg finden, was bei den Aufgaben enorm wichtig ist. Gut, also hier habt ihr eine ganz gute, praktische, kurze Checkliste für beide Arten von der Vorbereitung auf das richtige Sprechen, also für Übungen und Aufgaben. Gut, guten Tag, Anna. Du hast nur das erste Quiz verpasst, jetzt kommt das zweite Quiz, 5-Minuten-Quiz habe ich das genannt. Eigentlich sind das 5 Aufgaben und Übungen, die ich euch zeigen werde. Ihr müsst nur raten, ob das eine Übung oder eine Aufgabe ist. Puh. So, fangen wir an. Das erste Beispiel, Übung oder Aufgabe. Hier muss man den Dialog zusammenfassen und die Sätze anhand von dem Text ergänzen. Was meint ihr? Ist das eine Übung oder eine Aufgabe? Manche schreiben Aufgabe, manche schreiben Übung. Okay, okay. Für eine Aufgabe wäre das zu einfach, sage ich dann immer. Wir üben. Wir trainieren den Wortschatz jetzt anhand von dem Text. Also, wir haben hier eine produktive, offene offene Übung. Also ist kurz, wir haben 3 Sätze, wir haben den Text, wir können von dem Text die Sätze einfach so nehmen, wie sie sind. Wir müssen hier selber nichts Neues produzieren. Alles ist schon vorgegeben. Es geht nur darum, dass wir den Text richtig verstehen und selber was zu dem Text produzieren, aber anhand von dem, was schon vorgegeben wurde. Also nichts Neues schreiben, nichts Neues sagen, sondern nur den vorgegebenen Text anhand von den Strukturen, die wir schon bekommen haben, zusammenfassen. Gut, also Übung war die richtige Antwort. Zweites Beispiel. Wähle das richtige Relativpronomen. Ist einfach. Blitzschnell kommen die richtigen Antworten. Ja, einfacher geht's nicht. Das ist eine geschlossene Übung. Wunderbar. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Gut, jetzt das dritte Beispiel. Lies den Artikel und schreibe einen Kommentar. Und da haben wir 3 Punkte.
Hier sehe ich nur Aufgabe, Aufgabe, Aufgabe. Nope, nicht so richtig ganz. Aufgabe, also das ist ein bisschen umstritten, wenn ihr hier Aufgabe gesagt habt, eigentlich okay, ist ja nicht so dramatisch schlimm, aber so vollkommen korrekt wäre eine produktive, offene Übung, weil wir hier die Punkte haben, an die wir uns orientieren müssen. Das ist noch keine offene Aufgabe, sodass hier schreibt, liest die Artikel, also ich habe einen Artikel, ich muss was lesen. Ich muss dazu einen Kommentar schreiben, anhand von dem, was ich gerade gelesen habe. Würde hier noch stehen, schreib einen Kommentar und keine Punkte. Ja, das ist eine Aufgabe pur. Hier haben wir eher eine Übung. Wir trainieren wieder das, was wir während der Stunde gerade gemacht haben. Kompliziert? Man kann das schon als eine kleine Aufgabe sehen, aber das ist nicht so komplex. Ja, hier müssen wir nichts von dem, was wir schon gelernt haben, zurückrufen. Hier arbeiten wir wirklich an dem neuen Text, an dem neuen Wortschatz und wir haben noch die Punkte, an die wir uns orientieren müssen. Gut, jetzt noch so ein Beispiel. Man muss den Text hören und eine Zusammenfassung ergänzen. Nee, Aufsatz, deswegen ist das so ein bisschen umstritten mit den Aufsätzen, ja. Das mit den Punkten ist immer so. Wenn da die Punkte stehen, an die man sich orientieren muss, da sucht man auch keinen eigenen Weg, ja. Und dass man den eigenen Weg, den Lösungsweg sucht, das ist ein der Merkmale. Ja, also wenn ich dann selber zu irgendeinem Thema was schreiben muss und das sind nur meine Gedanken und mir keiner gesagt hat, okay, berücksichtige das, das und das, dann das ist wirklich eine Aufgabe pur, wie ich gesagt habe. Wenn wir die Punkte haben, das heißt, dass sie von mir schon bestimmte Informationen verlangen. Also ich kann den Weg zu der Lösung, den Lösungsweg nicht alleine wählen. Ich muss den vorgegebenen Weg gehen. Also im Grunde trainiere ich übe ständig, weil ich meine Persönlichkeit nicht so zeigen könnte. Ja, deswegen habe ich gesagt, das ist so ein bisschen umstritten. Bei beiden Aufgaben geht es wirklich darum, dass wir selber den Weg finden. Und hier, ich habe so lange gesprochen, dass ich kaum bemerkt habe, was ihr hier geschrieben habt. Ich muss so schnell gucken. Übung, Übung, Übung. Okay. Dann, das ist eine inhaltsbezogene Übung. Wir hören und wir konzentrieren uns auf die Inhalte, die kommen werden. Erinnert ihr euch noch daran, wir hatten eine inhaltsbezogene Übung und noch eine andere Art? Na gut, vielleicht kommt noch jemand. Das ist ein Diktat. Nein, das ist eigentlich kein Diktat. Ist ein Diktat eine Übung oder eine Aufgabe? Müssen die da selber eine Lösung finden? Eher nicht. Das ist eine Übung. Handlungsorientiert, wunderbar, genau. Also wir haben da die inhaltsbezogenen Übungen, die sich auf die Inhalte konzentrieren. Und dann müssen wir einfach ganz genau reinhören, im Text was suchen, im Artikel was suchen und dann nur bestimmte Wörter rausfischen. Ja, deswegen ist das auch keine Aufgabe. Und das letzte Beispiel, arbeitet zu zweit, erzählt voneinander. Und wir haben hier verschiedene Fragen. Was war der glücklichste Moment oder peinlichste Tag in deinem Leben? Wie alt warst du? Wo warst du? Jetzt wisst ihr nicht mehr, ob das eine Übung oder eine Aufgabe ist. Das ist eine erfolgsorientierte Übung. Wobei ich hier auch eine Aufgabe sagen könnte. Warum? Weil ich hier nur Fragen habe und die Antworten muss ich selber geben. Erfolgsorientiert, weil wir uns dann wieder an uns selber beziehen. Also wenn ich von mir selber erzähle und das machen kann, das heißt, dass ich einen Erfolg in meinem Sprechen habe. Also ich kann etwas auf Deutsch sagen. Das ist schon ein Erfolgserlebnis. Deswegen ist das eine erfolgsorientierte, eher
Übung, weil wir wieder die Inhalte üben, von denen wir auch zum Beispiel in der Stunde oder vor kurzem gesprochen haben. Aber wie gesagt, hier könnten wir genau auch, genau, das ist das, was wir bei dem Artikel hatten, hier bei dem Kommentar. Das sind ja auch die Punkte, die sind aber auf Polnisch, ne? Hier haben wir die Punkte auch auf Deutsch. Nur hier ist dieser Ich-Bezug auch wichtig, dass ich selber von mir erzähle. Also Übung ist eine Übung. Okay, und damals habe ich ja auch gesagt, das kann man auch als eine kleine Aufgabe sehen. Ja, das ist der Punkt. Das ist wirklich die Grenze zwischen Aufgaben und Übungen ist nicht immer so streng. Ja, das sehen wir ganz genau bei den geschlossenen oder halbgeschlossenen Übungen. Bei den anderen, die ein bisschen komplexerer sind, ist die Grenze nicht so klar zu sehen. Ja, man muss sich immer fragen, okay, gibt es hier eine Möglichkeit, dass ich das alleine löse, oder ist dann nur immer ein Weg der richtige Weg? Ja? Wenn es mehrere Wege gibt, das ist ja eine Aufgabe. Wenn es nur den einen gibt, dass ich mich dann an gewisse Punkte orientieren muss, dass ich dann gewisse Informationen berücksichtigen muss. Und eigentlich, das müssen wir uns auch klar sagen, wenn jemand auf A1 oder A2 Niveau ist und einen Text schreiben muss und dann zwei, drei Punkte hat, an die er sich orientieren soll, dann kommen da auch nicht irgendwelche neuen Strukturen hervor. Ja? Also da sehen die Sätze auch eigentlich fast alle identisch. Ja? Deswegen, es gibt ja auch nicht so viele Möglichkeiten, jetzt einen super kreativen Text anhand von drei Punkten zu schreiben. Ja, deswegen sind solche Übungen, wo wir auch die Punkte vorgegeben haben, eher wirklich als Übungen zu sehen, wobei für manche kann das schon Richtung einer Aufgabe gehen. Ich hoffe, dass das mehr oder weniger klar ist. Für ein Lebenszeichen von euch wäre ich sehr dankbar, weil ich dann immer Angst habe, dass ich wieder kein Internet habe. Solange es geht, versuche ich euch möglichst viel noch zu erzählen. Gut, jetzt habe ich euch gesagt, Planung ist der Key. Planung ist sehr wichtig. Und warum? Ja, das, also ohne Plan geht selten was so richtig gut. Das kenne ich auch von meiner Arbeit. Also bei Projekten muss man auch ganz gut planen, bei der Arbeit muss man ganz gut planen und auch beim Unterricht muss man ganz gut planen, dass wir wirklich die Ziele erreichen, die wir erreichen wollen. Und wie sieht es aus? Warum ist dieses ganze Planen so wichtig? Wir haben sowas wie das zielgerichtete, bewusste Üben. Also wir üben, sind dessen bewusst, dass wir üben, und wir haben unsere Ziele. Und ihr seht hier auf dieser Grafik, dass wir mit diesen kleinen Übungen zu den Aufgaben kommen. Und das muss ja auch nicht sein, dass am Ende von dieser Kette nur eine Aufgabe steht. Die Aufgaben können doch auch auf andere Aufgaben vorbereiten. Ja, das kann ja eine kleinere Aufgabe als Vorbereitung auf eine große Aufgabe, hier im Sinne, ja, ein Projekt oder ein längeres Projekt, ein Makroprojekt zum Beispiel. Das kann ja auch so gesehen werden. Jetzt, welche Bestandteile von dem ZBÜ es überhaupt gibt. Das sind die Lernziele. Ja, das machen wir. Wir setzen uns die Lernziele. Irgendwas wollen wir dann erreichen. Was kann ja unser Lernziel sein? Wir können ja Beliebiges hier schreiben. Keine Ahnung, einen Kommentar unter einem Blog schreiben, da einfach irgendwo auf einer Internetseite. Oder schöne Grüße von Urlaub an jemanden schicken. Ja? Das kann ja unser Ziel dann irgendwann in der Zukunft sein. Und zu diesem Ziel kommen wir auch mit Hilfe von kleineren Übungen. Und was ist wichtig bei diesen Übungen? Wir haben da ganz schnell eine Rückmeldung und bekommen ganz schnell diese Möglichkeit dieser Selbstanalyse. Ja, wenn ich eine Übung gemacht habe und ich sehe, oh nee, das
geht ja nicht, weil ich da was falsch ergänzt habe. Da kriege ich sofort eine Rückmeldung, was ich noch wiederholen muss. Bei einer zweiten Aufgabe weiß ich das schon, aber da kommen neue Sachen, die ich falsch gemacht habe. Da kriege ich wieder Rückmeldung. Okay, ich muss das und das noch lernen, bevor ich zu meinem Ziel komme. Und wenn ich ja sofort eine größere Aufgabe lösen würde, dann habe ich diese Möglichkeit der Rückmeldung nicht. Warum? Weil ich dann eine längere Zeit an einer Aufgabe gearbeitet habe und wusste gar nicht, ob ich das richtig benutzt habe, ob ich die richtigen Strukturen weiß, ob ich den richtigen Wortschatz genommen habe. Das weiß ich ja alles nicht. Und dann am Ende stellt sich heraus, na gut, da hast du aber alles falsch gemacht. Ja, falsche Struktur, falschen Wortschatz genommen und eigentlich ganz in eine andere Richtung gegangen. So ist es auch bei Projekten zum Beispiel. Wenn wir mit Projekten arbeiten, brauchen wir auch immer wieder Feedback, ja, von den anderen, ob ich das richtig mache. Deswegen trifft man sich so oft und deswegen bespricht man ständig was. Weil wenn wir dann bis zum irgendwann warten, bis das Projekt, bis die Aufgabe fertig ist, dann kriegen wir diese Rückmeldung nicht. Dann wissen wir nicht, ob wir richtig uns das Ziel zum Beispiel gesetzt haben. Wenn wir mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten und eine Übung machen und die sagen, oh Gott, wie langweilig ist das? Das interessiert uns gar nicht. Dann wissen wir sofort nach der ersten Übung, dass eigentlich das Ziel ein bisschen geändert werden muss. Ja, wenn wir dann uns schon was vorgenommen hätten und das die ganze Zeit nur durchgezogen hätten, da hätten wir diese Möglichkeit nicht gehabt, diese Rückmeldung so schnell wie möglich zu bekommen. Deswegen sind so kleine Häppchen immer besser als ein ganzes großes Stück. Es gibt noch einen dritten Punkt. Und das ist die Aussage, dass der Lernprozess genauso wichtig wäre wie das Ergebnis. Also wenn wir selbst nur den Weg gegangen sind, also die ganzen Übungen gemacht haben, die erste Aufgabe, die zweite Aufgabe, da ist dieser Weg genauso wichtig wie das Lernziel, das wir uns dann am Anfang gesetzt haben. Weil innerhalb von diesem Prozess haben die Schülerinnen und Schüler doch schon ganz viel gelernt. Und auch wenn sie das Lernziel nicht so 100% erreicht haben, da haben wir auf dem Weg zu dem Ziel schon ganz schön viel gelernt. So, diese drei Sachen sind ganz wichtig bei der Planung, ja, dass wir immer daran denken, kleinere Häppchen, kleinere Formen, dann immer daran denken, dass der ganze Weg, die allen Übungen, das ist ein Lernprozess, das für uns genauso wichtig ist wie die Lernziele. Und die Lernziele, die brauchen wir sowieso. Gut, jetzt kommen wir zu einer Grafik. Vielleicht kennt ihr diese Grafik schon. Ich glaube, ich habe euch irgendwann bei irgendeinem Webinar die schon gezeigt, dass wir sogenannte Lernfelder haben. Es gibt Inhalte, es gibt so Bestandteile des Unterrichts, die immer wieder vorkommen. Und in diesen Bestandteilen, in diesen Momenten im Unterricht, kommen immer unterschiedliche Übungen vor. Und welche Felder haben wir? Wir haben da Arbeit mit bedeutungsvollen Inhalten, wir haben Arbeit mit sprachlichen Formen, wir haben die Flüssigkeit, Training von der Flüssigkeit und da haben wir Produktion von bedeutungsvollen Output. Ihr seht, da am Rande stehen immer die Bereiche, die man mit diesen Feldern, in diesen Feldern übt und trainiert. Das ist zum Beispiel bei den Inhalten Lernen durch Hören, Lesen und Hörsehen. Das ist auch total wichtig, dass wir hier wieder mit Filmen arbeiten. Da Produktion, das ist immer Sprechen, Schreiben, das sind die produktiven Fertigkeiten. Beim Training von Flüssigkeit geht es darum, dass wir Sprechen üben, dass wir die Aussprache üben, dass wir etwas präsentieren üben und so weiter. Und dann die sprachlichen Formen, das ist wirklich das gezielte Training von dem Wortschatz, von den Strukturen, von den grammatischen Erscheinungen, über die wir gerade im Unterricht gesprochen haben. Was bedeutet das Modell nicht?
Das ist ganz wichtig, dass es eine feste Abfolge von diesen Lernfeldern gibt, dass wir immer die zum Beispiel in einer bestimmten Reihenfolge machen müssen, dass wir die alle immer machen müssen. Nö, das bedeutet das nicht. Wir können uns zum Beispiel nur auf einem oder zwei Phänomenen konzentrieren und die einfach machen. Was bedeutet das weiter nicht? Dass alle Übungen und alle Aufgaben immer eindeutig einem Lernfeld zugeordnet werden müssen. Zum Beispiel, dass wir eine geschlossene Aufgabe nur bei der Arbeit mit sprachlichen Formen einsetzen dürfen. Nee, also wir können jede Art von einer Übung, von einer Aufgabe überall einsetzen. Es geht nur darum, dass wir wissen, was wir trainieren wollen. Und der dritte Punkt, das bedeutet ja auch nicht, dass wir in jeder Stunde alles gleich genauso wichtig ansprechen müssen. Nein, wir können, wie gesagt, uns auf eine Sache konzentrieren, auf zwei Sachen konzentrieren und das nur gezielt im Unterricht, dieses Feld im Unterricht üben. Und welche Beispiele gibt es dann für die einzelnen Felder? Ich habe diese Grafik ein bisschen simpler für euch hier gemacht. Und zum Beispiel bei den bedeutungsvollen Inhalten haben wir sowas wie Schlüsselwörter unterstreichen. So suchen wir nach Inhalten im Text oder wir hören die Wörter raus. Das war das, was wir dann in diesem Beispiel auch am Anfang hatten. Wir notieren irgendwelche Informationen, wir versuchen das Thema zu raten. Und dann am Anfang haben wir alles zum Hörverstehen. Verstehen, Leser verstehen und zum Hörsehen. Dann weiter bei den sprachlichen Formen, das sind oft, wie gesagt, die geschlossenen Aufgaben, also richtig falsch, ein Wort wählen, eine richtige Endung da ergänzen, also dann auch die Lücken ergänzen, meine Lieblingsübung, Fehler suchen und verbessern und auch Fortschritt sammeln und Mindmaps machen. Das ist alles, gehört alles hier. Also wie gesagt, das gezielte Training vom Wortschatz und Grammatik und von der Grammatik. Dann bedeutungsvoller Output. Hier müssen wir irgendwelche Informationen erfragen. Wir müssen einer Sache zustimmen. Wir müssen der widersprechen und auch wichtig, selber Texte produzieren. Also vor allem sprechen und schreiben. Und jetzt kommt Flüssigkeit-Training von der Flüssigkeit, Übung der Aussprache. Wir müssen auch Sprachbausteine lernen. Hier kommen die Chunks, über die wir auch schon gesprochen haben. Wir sollen etwas präsentieren, eine PowerPoint zum Beispiel vorbereiten oder ein Plakat darstellen, etwas begründen. Wir können an einer Debatte teilnehmen, an einem Planspiel teilnehmen. Das sind alles so schon Aufgaben Richtung Training von der Flüssigkeit. Und das ist auch etwas, was ich euch, glaube ich, auch das letzte Mal gezeigt habe, wie der Weg, unser Lernprozess eigentlich aussehen soll, dass wir immer genau von dem Geschlossenen zum Offenen gehen und irgendwann bei den Formen ändern. Und so kommen wir zu einer Zielaufgabe. Ja, alles schön, aber dieses Ziel muss aber auch Sinn haben und deswegen wollte ich euch auch diese Grafik zeigen, dass Sprechen ist wichtig zum Beispiel, aber es ist ja auch gut, wenn wir uns überlegen und auch mit unseren Schülerinnen und Schülern darüber sprechen, worüber sie sprechen wollen. Nicht wie hier in diesem Beispiel, das ist einfach nur als Anekdote, wollte ich euch das zeigen, weil Sprechen so wichtig ist und weil man so viel sprechen muss, sollen die uns jetzt sagen, wie der Konjunktiv gebildet wird. Ja, und von der echten Kommunikation haben wir hier keine Rede. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass eigentlich jede Aufgabe, jede Übung auch handlungsorientiert sein soll. Nicht nur die Aufgaben sollen handlungsorientiert sein, sondern auch die kleineren Übungen. Beim Sprechen sollen wir auch darauf achten, dass das wirklich Nutzen bringt, dass das nicht so Gerede wäre, dass wir dann einfach im Unterricht überhaupt die Möglichkeit haben zu sprechen, was ja auch selten vorkommt, weil wenn wir uns dann
die Statistiken anschauen, wie oft wird dann dann im Unterricht gesprochen, dann macht man sich schon Sorgen. Ja? Das Sprechen, da kommen die Schülerinnen und Schüler gar nicht so oft zum Wort. Und wenn sie schon zum Wort kommen, da sollen sie auch was Sinnvolles sagen. Gut, so weit, so gut. Jetzt, welcher ist der Sinn der Sache? Das sind auch unsere Lieblingsübungen, Grammatikübungen. Grammatik und Wortschatz, das sind so zwei Bereiche, die am meisten geübt werden und die wir auch sehr lieben, wenn es um Übungen geht. Warum ist das so wichtig? Weil wir mit diesen Grammatikübungen, auch mit Wortschatzübungen, eigentlich die Verwendung der Sprache automatisieren. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die Sätze, die wir auch dabei ergänzen oder ob wir dann entscheiden, ob das richtig oder falsch ist oder die richtigen Endungen schreiben oder die umformulieren, auch irgendwelchen Sinn haben. Weil manchmal liest man so sinnlose Sätze wie die Maus sitzt in der Ecke und was bringt mir das für meinen Sprachgebrauch? Ich habe den Satz gelernt, ich habe die richtige Endung ergänzt, ich weiß ja, wie man da die Formen bildet. Aber auch wenn ich das gelernt habe, was bringt mir das? Ja, das ist auch ganz wichtig bei den kleineren Übungen. Wenn wir die zufällig irgendwo finden, dann sollen wir uns das zumindest anschauen, ob die Sätze, die da benutzt werden oder die Beispiele überhaupt Sinn haben und überhaupt handlungsorientiert sind. Ja, ob die Schülerinnen und Schüler, wenn sie das lernen oder mal lesen, Gebrauch davon machen könnten. Und wichtig auch, dass wir bei der Formbezogenheit, dass wir uns so sehr auf die Grammatik fixieren und wirklich nur die Korrektheit üben wollen, nicht die Inhalte vergessen und die Mitteilung, die damit auch kommt, nicht vergessen. Dass das alles auch irgendwie zusammenhängt, dass die Texte auch zusammenhängen, dass die Übungen wirklich Sinn machen. Ja. Und wann soll dann geübt werden? Das ist auch eine schöne Grafik, bisschen alt, aber da hat sich ja nicht so viel geändert, sage ich. Es gibt zwei Momente wieder in der Sprache, die Sprachaufnahme und Sprachverarbeitung. Bei der Sprachaufnahme sammeln wir den Wortschatz. Wir trainieren dann gezielt den Wortschatz, die Grammatik und so weiter. Und das ist schon der Spracherwerb. Der Spracherwerb findet auch bei der Sprachverarbeitung statt. Da fängt aber auch schon die Sprachanwendung. Das ist der produktive Teil vom Lernen. Und das sieht genauso aus. Üben, also die Übungen, die wir dann mit den Schülerinnen und Schülern machen, gehören zum Spracherwerb. Ja, damit lernen wir die Sprache. Also ohne Übungen, ohne Üben können wir die Sprache nicht lernen. Einfach von alleine kommt das nicht. Aber Üben als Verarbeitung, dass wir die Inhalte verarbeiten in Form von diesen inhaltsbezogenen Aufgaben, dass wir uns dann mehr auf die Inhalte konzentrieren, dass wir uns mehr auf die Texte konzentrieren, dass wir endlich mal zu den Aufgaben übergehen, gehören ja zu dieser Integrierungsphase und zur Sprachanwendung, dass wir mit den Aufgaben die richtige Sprache, die wir schon gerade gelernt, geübt, trainiert haben, anwenden. Ja, und jetzt das Allerwichtigste für heute, für mich zumindest, Rückwärtsplanung. Genau. Das ist ja, wie gesagt, normalerweise könnte ich euch dann viel länger von einer Folie erzählen, aber ich gucke ja auch ein bisschen auf die Uhr. Schreibt einfach gerne noch, welche Themen wir dann besprechen, ansprechen sollen. Und dazu können wir auch gerne zurückkommen und auch mehr erzählen, mehr uns da auch die Sachen anschauen, weil ich glaube, ich bin auch sogar davon überzeugt, sehr überzeugt, dass wenn man versteht, wie manche Prozesse ablaufen, ist es ja einfacher, den Unterricht zu planen und auch zu den Schülerinnen und Schülern einfach kommen und dass die einfach mitmachen und die mit auf die schöne Reise mit der deutschen Sprache nehmen. Und ich gucke ja wirklich auf die Uhr, weil wir dann ganz wenig Zeit haben. Ich wollte euch noch diese praktischen Beispiele zeigen und
Ich habe ja noch ganz wenig Zeit. Bei der Rückwärtsplanung ist es ja wichtig, dass wir wirklich von der Zielaufgabe ausgehen. Und das ist unser Ergebnis. Ja, weniger Theorie, mehr Beispiele. Es ist ja auch manchmal nicht so, dass man gerne alles mit Beispielen zeigen kann. Bevor wir zu den Beispielen kommen, muss ich ja euch auch ein paar Worte sagen. Das kommt. Dann haben wir, bevor wir zu der Zielaufgabe kommen, sollen wir uns auf die Übungen konzentrieren und uns überlegen, mit welchen Übungen, mit wie vielen Übungen wir eigentlich zu der Zielaufgabe kommen wollen. Und gesagt, gemacht, hier kommt schon das erste praktische Beispiel. Wir haben hier eine kleine Aufgabe. Diese Aufgabe beruht darauf, dass man sich einen Blog-Eintrag anschauen soll und soll ein Drehbuch schreiben, in dem man ein Outfit für einen Fashion-Blog vorstellt und dazu noch einen Film aufnehmen. Und jetzt eine offene Aufgabe an euch. Normalerweise hätten wir das in Gruppenarbeit gemacht. Hier seid ihr leider zu viele, um das in Gruppen zu machen. Aber da bin ich gespannt, womit würdet ihr denn anfangen? Wo ist der Anfang? Wann sollen wir anfangen? Wir müssen da zu dieser Aufgabe kommen. Das ist unser Ziel. Das wollen wir erreichen. Und jetzt, wo fange ich an? Skierniewice oder Kutno? Ach, das ist ja. Wo fange ich an? In Skierniewice oder Kutno? Nein? Nicht? Da bin ich gespannt. Womit soll ich anfangen? Ich sage euch gleich die richtige Antwort. Da erzähle ich von der richtigen Antwort. Ich gebe euch noch 3 Sekunden Zeit. Hallo, hallo, seid ihr da? Bei mir leuchtet das alles so irgendwie. Verdächtig. Gut. Bilder machen lassen. Okay. Ein Drehbuch anschauen. Aha. Keine Ahnung. Maria, du hast Radom geschrieben. Gut geraten. Ich bin in Radom heute. Gut. Beschreibung von der Kleidung. Das ist schon richtig. Wortschatz. Also wir fangen ganz früh an, ne? Bevor wir zu dieser Zielaufgabe kommen, müssen wir ganz früh anfangen und Wortschatz sammeln, dann Strukturen sammeln, ja, dann gucken, wie ein Vlog überhaupt, Vlog-Eintrag aussieht, das Thema besprechen, was das überhaupt ist, was wissen die Schülerinnen und Schüler schon zu diesem Thema, also eine Mindmap vielleicht zum Thema Vlog machen, wo wir die Inhalte alle zusammenfassen, ja, was gehört dazu? Was brauchen wir? Brauchen wir Kleider? Brauchen wir Empfehlungen? Welche Kleider? Welche Richtung wir gehen wollen? Genau. Dann, was wir für ein Drehbuch brauchen, das kommt ja ein bisschen später. Das kommt im Laufe der Zeit. Wir werden hier auch mit einem Drehbuch arbeiten. Wir werden uns den Blog-Eintrag anschauen, dazu gezielt Übungen zum Wortschatz machen, bisschen Strukturen erfrischen, Grammatik erfrischen, was wir dann überhaupt bräuchten. Aber wir müssen irgendwann damit anfangen, dass wir das Thema ansprechen, was ein Drehbuch wäre, was ein Vlog, sorry, nicht Drehbuch, sondern ein Vlog wäre und welchen Wortschatz wir dazu bräuchten. Dann kommt die Arbeit mit dem Text, also das Hörsehen, das ganze Hörsehen. Dann kommen die ersten Aufgaben, so halboffene Aufgaben oder auch ein bisschen komplexere Übungen zu dem, was man überhaupt selber produzieren könnte. Und hier wäre auch schön, dass Sie zum Beispiel, Sie im Sinne Schülerinnen und Schüler im Unterricht schon arbeiten würden, in kleineren Gruppen kooperativ, dass jede Person zum Beispiel in einer Vierergruppe eine andere Aufgabe kriegt und dass Sie sich selber das Szenario überlegen, Wortschatz zu im eigenen Szenario sammeln, dass sie die Strukturen sammeln, die sie bräuchten und dass sie Rollen verteilen. Das ist ja auch schön, wenn man das immer kooperativ in einer kleineren Gruppe macht, schon im Unterricht. Dann später können Sie wirklich in diesen Gruppen zum Beispiel entweder alleine was drehen oder wirklich in Gruppen. Das ist ja auch nicht blöd, wenn Sie so eine bisschen komplexere
ihre Aufgabe immer in einer Gruppe machen. Und hier eignen sich wirklich die kooperativen Lernmethoden wunderbar dafür, dass sie in Gruppen arbeiten, aber das ist keine echte Gruppenarbeit, dass jede Person gleiche Aufgabe kriegt, sondern dass die Aufgaben so aufgeteilt werden, dass jede Person in der Gruppe eine Rolle hat und dass die Arbeit in der Gruppe einfach voneinander abhängig wäre. So muss eine Person etwas machen, damit die anderen auch ihre Aufgaben lösen können. Und hier habe ich auch notiert, worauf man achten muss. Das ist vor allem Wortschatz, Grammatik, Strukturen, Chance. Und hier kommt noch diese Gruppenarbeit. Das war so ein kleines Beispiel. Jetzt zwei Beispiele aus dem Lehrwerk. Das eine. Hallo, hallo, hallo. Bin da. Bin im Radom, vielleicht deswegen. Aber eigentlich bin ich ganz gut platziert, mitten in Polen. Wunderbar. Dann lege ich los mit dem vorletzten Beispiel. Hier, das, was wir uns gerade angeschaut haben, hier sind die Beispiele aus dem Lehrwerk und aus dem Arbeitsheft. Wir fangen hier mit Wortschatz an, lesen den Text, schauen wir uns dann das, was im Text steht, gucken uns die Kleider an, dann müssen wir die richtig sortieren. Dann können wir auch zum Beispiel ein bisschen Grammatik machen mit der Aufgabe Nummer 7, dass wir das Verb passen, Reaktion von Verb passen uns angucken. Da haben wir Beispiele, wie man das die Übung dann lösen kann. Dann kommen Strukturen, die man übt. Das ist zum Beispiel dieses Übersetzen hier in der nächsten Aufgabe. Und dann Reaktionen, dass man so ein bisschen spricht und auch das vor den Aufnahmen übt. Das wären die Schritte, die uns weiter zu dieser Zielaufgabe führen würden. Und das war das, was wir schon besprochen haben. Und noch ein anderes Beispiel. Hier müssen wir, ich habe das als Zielaufgabe hier genannt, obwohl wir hier viele Punkte hätten, aber es nicht so ganz, weil das könnte unsere, erinnert ihr euch an diese Grafik, wo wir Übung, 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 Aufgabe, Zielaufgabe hatten? Das könnte für uns diese kleinere Aufgabe vor der Zielaufgabe sein. Wie fange ich hier an? Ich muss einen perfekten Kurzurlaub planen. Ich fange mit einer Mindmap zum Thema Urlaub. Das kann ja digital stattfinden oder im Klassenraum, wie auch immer. Wir sammeln Wortschatz, alles, was uns da einfällt. Dann arbeiten wir mit dem Text. Wir ergänzen die Mindmap mit neuen Wörtern, die wir im Text gefunden haben. Dann mache ich Grammatik. Was mache ich von der Grammatik? Das muss ich auch erfrischen. Das muss ich auch automatisieren und üben. Also ich bin kein Feind, Grammatikfeind. Ja, Grammatik ist auch gut, wenn wir sie brauchen. Dann muss ich an starke Verben zum Beispiel denken. Dann an die Struktur, mit wem fährst du? Womit fährst du? Ja. Dann Reaktion des Verbs, weil das bräuchten wir auch bei der Planung. Dann automatisiere ich meine Chunks, automatisiere ich den Wortschatz. Ich versuche das mit Bewegungsspielen zu machen. Fliegen klatschen ist ja super dafür, dass wir dann überhaupt ohne Nachdenken die richtigen Wörter finden. Oder wir machen Kugellager, wo die so ein bisschen schon vorsprechen und auch den Wortschatz, den alten Wortschatz erfrischen, mit dem neuen verbinden. Sie können auch hier so kleine Erklärvideos drehen zu den Orten, wohin sie fahren wollen. Das könnte auch schon Richtung Planung gehen, ja, dass sie in den kurzen Erklärvideos sich an die Punkte orientieren und das aufnehmen, was sie zum Beispiel schreiben könnten und da erklären jemandem was. Dann können sie kooperativ den Text schreiben. Kooperativ, das heißt, dass zum Beispiel jede Person nur einen Teil schreibt und dass sie so aufteilen, dass sie zusammen erst den Text kriegen, so wie Platzdeckchen, dass jede Person dann einfach an einer Ecke etwas schreibt und dann zusammen bringen sie das zu einem Text. Und so können sie selber die große Aufgabe lösen. Ja, sie können dann selber zu einem Text kommen, zum Beispiel dann
das entweder in Form von einem Video später machen. Das muss nicht mit dem Text enden. Ja, der Text kann wirklich diese kleinere Aufgabe von der größeren Zielaufgabe sein. Das kann ein auch größeres Projekt werden, dass Sie die Erinnerungen oder die Empfehlungen aufnehmen, dass Sie dann kurze Videos drehen, dass Sie Briefe schreiben, Postkarten schreiben. Das ist ja wieder irgendwie in, habe ich gehört, dass man vom Urlaub eine Postkarte schickt. Also es gibt hier mehrere Möglichkeiten, weiter noch mit der Aufgabe also wie gesagt, dass ich hier diese Zielaufgabe geschrieben habe, es war mir klar, dass es keine echte Zielaufgabe wäre, sondern dieser Schritt noch vor der Zielaufgabe. Und deswegen rede ich hier von einem Projekt, was man daraus noch machen könnte, dass Sie zu dem Kurzurlaub zum Beispiel, wie gesagt, Videos drehen, zusammen ein Projekt machen, eine Präsentation machen, dass Sie weiter mit den Inhalten noch arbeiten, ja. Gut. Also, ich sehe so ein bisschen, Entschuldigung, ich war ja nicht so sicher, ob das funktioniert oder nicht. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Ja, ich wünsche euch noch zum Schluss schöne Sommerferien. Ich sehe schon, dass wir noch mehr Bedarf hätten, mehr zu diesem Thema zu erzählen, noch mit mehreren Beispielen, sich das einfach anschauen, um zu verstehen, wohin der Weg uns führen könnte. Als Geschenk von diesem Webinar bekommt ihr super Beispiele, wie ich das hier am Ende präsentiert habe, wie man mit Übungen zu einer Aufgabe kommen kann. Ich wünsche euch viel, viel Erholung. Ich wollte sagen, gute Besserung. Viel Erholung, gute Besserung. Und ich hoffe, dass wir uns da nach den Sommerferien sehen werden. Vielen, vielen Dank. Wie macht man das heutzutage so? Ne? Danke, war schön, mit euch jetzt dieses halbe Jahr zu verbringen. Danke, ciao.